Warum du ausnahmslos an Events teilnehmen solltest. Vollkommen egal, ob es unser Event ist, ob es Company-Events von dir sind, egal was es ist. Da draußen in der Welt, da sind verdammt viele negative Menschen. Das ist das, was dein Gehirn 24/7 sieht. Jeder ist sich nur am Beschweren. Was ist die erste Sache, die du machen musst, um erfolgreich zu werden? Umgebe dich mit Menschen, die an die Sache glauben, an die du glaubst. Warum geht man in Communities? Warum geht man in Gottes Haus, in die Moschee, in die Kirche? Weil man sich mit anderen Menschen umgeben will, die an dieselbe Sache glauben. Und wenn nicht, wirst du mit Menschen sein, die zweifeln. Und eventuell wird deren Zweifel einen Weg in dein Hirn finden und du wirst wieder an dich selbst und an dein Business und an deine Träume zweifeln. Grund Nummer zwei ist Skillset. Egal wie klischeehaft dich das anhört. Was meine ich damit? Dein Job als Führungskraft oder als zukünftige Führungskraft, als Geschäftsinhaber, als Unternehmer ist was? Mit vielen Menschen sprechen. Menschen auf dein Business aufmerksam zu machen, sie zu Interessenten machen, sie in dein Business reinbringen. Aber was passiert? Dein Unterbewusstsein ist darauf trainiert, dich zu schützen und in Sicherheit zu halten, dich von Angst fernzuhalten. Okay, perfekt. Jetzt gehst du raus in den Markt und du sprichst mit zwei Menschen. Die erste Person sagt, ich kaufe solche Sachen nicht. Und die zweite sagt, ich habe das Geld nicht, ich kann die Produkte irgendwo anders günstiger kaufen. Weißt du, was dein Gehirn dir jetzt sagt? Dein Gehirn sagt dir, lass uns das bitte nicht mehr machen, Alter. Lass uns nicht raus in den Markt gehen, wo wir uns cringe, komisch und beängstigt fühlen. Lass uns mal bitte von Angst fernhalten. Schön in Sicherheit, in Geborgenheit. Und genau das macht eben dein Unterbewusstsein. Dein Gehirn funktioniert so. Und was würdest du dann machen? Rate mal. Nicht die vierte, fünfte oder sechste Person ansprechen. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, sagst du einfach gar nichts. Aber wenn du wüsstest, wie du antworten sollst, wie du die richtigen Worte hättest, wenn du richtig trainiert wärst von Mentoren, Vorbildern, die dir ihr Wissen teilen, damit du diese Fehler nicht tun musst, du wärst niemals beängstigt, irgendjemanden anzusprechen. Der einzige Grund, warum du und dein Team nicht vorankommt, ist, weil ihr Angst habt. Ihr habt keine Ahnung, was ihr sagen sollt. Wenn ihr wüsstet, was ihr sagen sollt, wenn euch jemand ablehnt, dann hättest du nie wieder Angst vom Machen. Bis dahin bist du nur ein Wannabe. Du bist es dann einfach nicht. Aber die Leute, die es wirklich schaffen, sind diejenigen, die im Leben verdammt viel Geld verdienen werden. Du musst auf Event sein. Mit Menschen, die das richtige Wissen haben. Mentoren, die das richtige Wissen haben. Speaker und Gäste, die das richtige Wissen haben, um dir zu sagen, was du zu tun hast in den schwierigsten Phasen. Du musst dich bewusst in Situationen stecken, in denen du einen Durchbruch in deinem Business, in deinem Leben, in deiner Karriere erfahren kannst. In denen du die Möglichkeit hast, einen Durchbruch zu erleben. Du kannst nicht kontrollieren, wann der Durchbruch kommt. Kannst du nicht. Aber du kannst dich in Situationen und in Positionen bewegen, in denen du immerhin kontrollieren kannst, dass du bessere Chancen hast, einen Durchbruch zu erleben. Warum? Wenn du auf virtuellen Events bist, wenn du dir Instagram Live Events oder Webinare anschaust, ist es sehr hart, dich komplett zu isolieren vom Leben und alles, was drumherum geschieht und dich ablenkt. Du hast keinen Fokus. Vielleicht ruft dich dein bester Freund an, dein Lieblingsteam spielt, deine Kinder kommen zu dir und boom, du bist aus dem Fokus raus. Aber auf dem Event bist du im Tunnel. Du bist im Tunnel. Und wenn du da bist, kannst du den Durchbruch erleben, du hast keine Ablenkungen und wenn du dann diesen Durchbruch hast, dann verändert sich dein Leben. Also, begebe dich in die Position, dass du von Leuten, die daran glauben und geben bist, du die richtige Information bekommst, eine schlaue Person lernt aus eigenen Fehlern, eine weise Person lernt aus den Fehlern anderer und begebe dich in die Situation, in der du die Möglichkeit hast, wenigstens höhere Chancen zu haben, einen Durchbruch zu erleben. Wenn du dich noch nicht registriert hast, unsere Grow Night findet am 21. September statt, kommenden Samstag. Das ist auch ein Event, das du nicht verpassen willst. Wir und weitere Top-Leader in ihren Industrien, absolute Experten, 7-, 8-stellige Unternehmer, Speaker, Musiker, Branchenführer, Leute wie Kemal Üres, Leute wie Tolga Öner, Leute wie Omid Mursen, wie Tara Tut, Leute wie Mario Lochner, Yusuf Tüm, wir, Teaching Finance, Massiv, AK, als Music Act Nemo, deine Lieblingscreator wie Cheyenne Garcia und viele, viele andere werden vor Ort sein. Wenn du deine Tickets noch nicht gesichert hast, geh auf teachingfinance.de/grow-night oder kommentiere unter diesem Video mit Grow Night oder schau den Link in unserer Bio. Es sind nur noch ganz, ganz wenige Tickets übrig. Es ist ein ganzer Abend voller Wissen, Mehrwert, Entertainment, Motivation, Entwicklung, Growth, Wachstum, fucking alles, was ich gerade gesagt habe. Ja? Es sind noch ganz wenige Tickets verfügbar. Ich kann es kaum abwarten, euch zu sehen. Wir sehen uns kommenden Samstag im Palazzo Mannheim bei der Grow Night.